Die Glocken läuten, die Schwäne sind auf. Ein wunderschöner Morgen im Oberamt Künzelsau. Und ja, heute ist es soweit. An diesem herrlichen Tag beschließen Vertreter der großen Kreisreform endlich die Gründung des Hohenlohe-Kreises. Die Geburtsstunde einer neuen Heimat. Einer Einheit, einer Gemeinschaft, einer Schafsherde, einem... Traktor. Okay, was geht hier ab? Ein Michael Bort? Mann, was hat sich in den letzten 50 Jahren alles verändert? Wengert gibt's bei uns ja noch an jedem Buckel. Und ist auch für viele bäuerlich noch der Hauptbroterwerb. Und früher haben wir gute Wein gemacht und der hat sich ja ganze Lauf verkauft. Und heutzutage müssen wir hergehen, Großveranstaltungen machen. Wie Rebeglühe, Scheune, Genießertour, Weidorf, Jungwinzerpartys, dass wir unseren Wein verkaufen können. Und der Leid langt's nicht mehr, die will er immer mehr. Ja, früher haben wir uns nach jedem Spiel ein Bier aufgemacht. Nach jeder Niederlage. Nach jedem Sieg. Und nach jedem Training. Aber seitdem wir in der Oberliga spielen, besser denn je, gönnt uns niemand mehr was. Was willst du nur hier? Mach dich mal raus und verpiss dich. Ja, es ist einfach zum Heulen. Man könnte ja meinen, wir hier in Hohenlohe sind nur am Meckern oder am Feiern. Aber erfolgreich sind wir halt auch noch. Und jetzt sag mir mal bitte, wie ich mit lauter Global Playern in unserer Nachbarschaft unsere ganzen offenen Stellen besetzen soll. Und das an einem Ort, der nach außen hin so wirkt, als könnte man hier nur Geld ausgeben, anstatt zu verdienen. Ah, es gibt keinen schöneren Ort, wo man sein Lebensabend verbringen kann. Aber früher haben nur wir das gewusst. Und jetzt muss jeder Trampelpfad beschildert sein. Und dann noch die blöden Apps, wo alle Geheimtipps verraten. Warum können die nicht alle daheim bleiben? Ja, ganz gut, aber können wir mal zu den teilenden Firmen zurück? Hier sollten Sie noch zeigen, was unsere großartigen einheimischen Firmen so tun, um unseren Landkreis für seine Menschen noch lebenswerter zu machen. Und wie schaffen wir es jetzt, dass alle Gemeinden vorkommen? Sonst beschwert sich am Schluss wieder einer. Waren Sie eigentlich schon in... Ja, schön, dass ihr auch endlich mal hier seid. Also, wir befinden uns hier im Herzen des Kochertals. Und das ist nicht der Kocher, sondern die Jagst. Und das ist auch nicht Weißbach, sondern Krautheim. Und das ist Dörzbach. Und das ist die St. Wendel in Dörzbach. Sag mal, seid ihr nicht von hier? Ja, wir sind quasi reingeschmeckte, wenn man so will. Also, wortwörtlich. Denn als wir damals hergezogen sind, habe ich mich am meisten darauf gefreut, die hervorragende hohenlohische Küche direkt vor meiner Haustür zu haben. Also, ich finde ja eure internationale Küche viel beeindruckender. Es gibt ja überall mal einen guten Italiener, aber hier ist einfach alles erste Klasse. Egal ob indisch, vietnamesisch. Ja, ganz toll. Aber was ich richtig super finde, wie die Landwirte hier ihre Erzeugnisse so zugänglich für die Leute machen und man jederzeit einfach alles bekommt. Uns fehlt hier auf jeden Fall an nichts. Okay, was fehlt noch? Ach, das sieht doch eh jeder anders. Heute ist einfach alles entspannter. Also früher war es hier nicht so stressig. Aber was soll man hier sonst machen, außer kicken? Oh my, I think that I might be happy. Close my eyes tight. Ihr spielt zu laut! Oh, ist das hier ruhig hier? Ich brauch mehr Platz! Ich hab genug Platz. Es wird alles größer und größer und größer. Die Zeit steht hier einfach still. Die Zeit steht hier einfach still. Ja gut, was war früher besser? Wenn ich hier mich so umschaue. Ach, ich find's hier immer noch schön.